Herzlich willkommen. Heute geht es um Visualisierung in der Moderation. Weshalb ist Visualisierung ein so wichtiges Instrument in der Moderation? Visualisierung erhöht die Merkfähigkeit. Wenn ich etwas sage und gleichzeitig visualisiere, können sich Zuhörerinnen und Zuhörer das Gesagte wesentlich besser merken. Der zweite Punkt ist, Visualisierung strukturiert den Prozess. Eine visualisierte Tagesordnung hilft den Teilnehmenden enorm zu verstehen, wo sie gerade sind. Was ist schon gelaufen und was erwartet uns noch? Der dritte Punkt, Visualisierung sichert Ergebnisse, zum Beispiel in Form eines Fotoprotokolls. Und der vierte Punkt, Visualisierung minimiert Missverständnisse und erhöht die Transparenz. Zum Beispiel bei einem Projektplan. Es ist sofort zu sehen, was vereinbart wurde und wer was zu übernehmen hat. Um das zu realisieren, gibt es verschiedene Mittel der Visualisierung. Auch hier gibt es genau vier. Das erste ist die Schrift. Das zweite Formen. Das dritte sind Farben. Und das vierte sind Symbole und Bilder. Um das realisieren zu können, gibt es verschiedene Materialien. Bei der Schrift ist Lesbarkeit das oberste Ziel. Und die fängt mit dem richtigen Stift an. Wie der aussieht, könnt ihr hier sehen. Außerdem ist es hilfreich, die Schrift zu üben. Auch dazu gibt es Hinweise und Tipps. Die findet ihr hier. Dann gibt es Formen und Farben. Meistens arbeiten wir mit unterschiedlichen Karten. Und dann gibt es noch Symbole und Bilder. Auch dafür gibt es jede Menge Hinweise und Tricks. Die könnt ihr hier finden. Bei Symbolen und Bildern ist es aber auch sehr hilfreich, ein wenig zu üben. Und das könnt ihr zum Beispiel machen, indem ihr ein Seminar beim Wehnerwerk besucht. Visualisierung. Hier könnt ihr euch anmelden. Alles, was wir jetzt vorgestellt haben, gibt es auch online. Online-Boards bieten mir die Möglichkeit, mit Formen, Farben, Symbolen, Bildern und Schrift im virtuellen Raum zu arbeiten. Und auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich dann daran beteiligen. Und online gibt es noch einen ganz entscheidenden Vorteil. Symbole und Bilder zum Beispiel müsst ihr nicht mehr selber zeichnen, sondern könnt sie schon vorgefertigt verwenden. Das macht viele Sachen einfacher. Wie das Ganze am Ende aussehen kann, könnt ihr euch mal hier anschauen. Als wichtigsten Satz solltet ihr euch merken, keine Moderation ohne Visualisierung. Mit der Visualisierung macht ihr euch den Moderationsprozess entscheidend leichter. Es spielt eine große Rolle. Deshalb immer überlegen, wie kann ich Dinge in einer Moderation passend für meine Gruppe visualisieren. Das war's für heute. Wir freuen uns schon aufs nächste Video.